damit herzlich willkommen zu einer neuen Lego Star Wars Review. Ausgabe Nummer 100. Juhu, Jubiläum. Und dieses feiern wir natürlich, indem wir auch bei diesem heißen Wetter ein Video drehen. Dafür habe ich mir erstmal einen schönen Sip hier gemacht. Das gibt jetzt ein bisschen ASMR für euch. Wunderbar. Nachdem wir das abgehakt haben, sehen wir hier oben feierlich Ausgabe 100. Für 4,99 diesmal kein Booster Pack dabei. Eine limitierte Karte, ein Extra, so weit, so klar. Sehr, sehr nett finde ich, dass dieser Comic quasi so spielt, als wenn sie die Serie von The Book of Boba Fett drehen. Lustigerweise hat hier Boba Fett die richtige Helmfarbe, passend zur Rüstung, und das Jetpack ebenfalls. So hätte er aussehen können, Kinder. So hätte er aussehen können. It would be so awesome. It would be so cool. Poster-Sektion mit einmal helle Seite Poster. Und einmal diesem absolut Masterpiece, bereit für ein Abenteuer mit Mando und Grogu. Oh yeah. Und hier sehen wir dann schon, was es zu gewinnen gibt. Dies ist die 100. Ausgabe und das wird ordentlich gefeiert werden. Und zwar 100 Supergewinne. Mach mit bei starken Jubiläumsgewinnen. Ihr könnt einen Kurzurlaub ins Legoland Deutschland gewinnen. Wie geil ist das denn? 5-mal PlayStation 4 Spiel, The Skywalker Saga, auch nicht schlecht. Und es gibt einen von 30 coolen Preisen. Wir haben 4-mal den AT-TE, 2 Millennium Falcon, 3 AT-TEs, eine Justifier, 5 Battle Packs, 5 Snapfighter, 5 TIE Bomber, 3 Slave Ones und 2-mal das TIE Striker vs. Mandalorian Fangfighter Set. Außerdem gibt es Mäppchen, Magazine, Jahresabos, 5 Stück zu gewinnen, ein Stiftset, einen Anhänger und sogar Karten. Und alles, was ihr dafür mitmachen müsst, ist diesen Teil ausfüllen und dann an Lego schicken. Und dieses Mal, ich habe noch nie mitgemacht, werde ich auch mal mitmachen. Und nächstes Mal kriegen wir... Darth Vader's TIE Advanced. Der langweiliger nicht sein könnte. Aber gut. Auch meinen kleinen Sip zwischendurch. Kommen wir zur limitierten Karte. Es ist ein weiterer Bad Batch Anhänger. Nämlich Tech. It's so shiny. Na, Scheibenkleister, ich habe die anderen Promos der dritten Serie schon weggepackt. Ich bin ja schon am Umziehen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich habe es euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Jetzt wollen wir aber zum Extra kommen. Ja. Und das beinhaltet eine ganz geile Figur, die es bisher nur in diesem Pack zu erhalten, nämlich den Gong Droid. Nichts gegen C3PO, auch ja schon 2 Sets in dieser Version erschienen, nämlich dem Trash Compactor und der Yavin Basis, beides sehr große Sets. Hier kriegt ihr ihn günstiger. Leider ist es nicht die Variante aus dem UCS Landspeeder, aber ja. Wir öffnen das Pack einfach mal und schauen, was drin ist. Sind sie unsere beiden Extras? Wir fangen erstmal mit dem C3PO an. Den habt ihr auf meinem Kanal tatsächlich noch nicht gesehen, da ich die Yavin Base noch nicht reviewed habe und den Trash Compactor auch nicht, obwohl ich ihn seit über einem Jahr besitze. Schön ist natürlich der Armprint. Hier sieht man halt deutlich, was fehlt, nämlich das Dual Molded Leg. Das hat mir wirklich gefallen, als wir das beim Landspeeder bekommen haben, und ich habe damals gehofft, dass der im Trash Compactor das auch hat.
Trotzdem natürlich sehr detaillierte C3PO-Figur. Absolut nichts an der auszusetzen. Falls ihr euch gefragt habt, warum ich den Gonk-Droid nochmal auseinandergebaut, ich habe ihn tatsächlich ohne die Anleitung aufgebaut. Ich wollte es ohne schaffen, nur anhand des Bildes, und es hat auch geklappt. Nettes kleines Bild, der Print ist natürlich nicht exklusiv in irgendeiner Form, aber ich glaube, diese Zusammenstellung von Teilen ist exklusiv für das. Falls nein, lasst mich gerne wissen, wo er noch vorhanden war. Ja, und zusammen bilden die doch ein nettes Druidenpaar. Ja, ein durchaus gelungenes Extra. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Like da lassen wäre nett. Und falls ihr die letzte Roomtour des ultimativen Lego-Raums verpasst haben solltet, auch die verlinke ich nochmal unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr mal meine gesamte Sammlung in Glory. Ausgenommen natürlich Minifiguren, die ich noch nicht ausstelle, und die Buildable Characters sowie die Sith Arts, die in meinem Wohnzimmer hausen. Jetzt sage ich wie immer danke fürs Ansehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister. Hero,